Das Feeling einfach. Ich konnte mein Teil in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Ja gut, es sind schon viele Menschen, die nicht so nett sind. Aber guck mal hier, da unten den Technoschädel. Hier. Voll der Technoschädel. Ist ja lustig. Ich mag solche kleinen Bugs, wenn man die findet. Der Technoschädel. Der hat jetzt so einen unendlichen Drall mitgekriegt durch die Engine da irgendwie. Finde ich recht amüsant. Hier sind schon wieder ganz viele Tote. Sind es auch in der Gideon-Gasse? Diese Todesmite kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lang. Müssen wir erstmal die Leichenhaufen hier vernichten. Kennt man ja. So einen Leichenhaufen muss man ja auch töten. Vorher ist die Olle hier noch relativ geschützt. Fast fertig. Ihr habt die euch überkommende Finsternis selbst zu verantworten, Sterbliche. Drüger. Naja, wie man sieht. Die Beschwörerin des Todes. Haben wir einen der Seelentiegel schon mal zerstört. Pat Greuel. Gibt aber auch manchmal Namen. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet. Myriam, hier bist du. Hier hast du dich versteckt. Solltet ihr das wissen? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch nicht. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Gut. Der Meisterseelentiegel. Quasi. Myriam mag gerade nicht reden. Maltael. Maltael. Er beobachtet euch. Ach was. Das hätte ich nicht gedacht. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte. Als ich Maltael schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius' tragischer Fehler getilgt sein. Ist das so? Geht zur Enklave der Überlebenden. Hier ist es für euch nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Ich liebe ja diese Gebäckstangen. Irgendwie reinsetzen und rundherum fressen. Was haben wir denn hier? Eine noch. Myriam kann aber auch nicht kämpfen. Also die schießt irgendwie keine Bälle oder sowas. Hm.
So. Der Seraph tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Man sollte annehmen, dass der Engel des Todes denjenigen mehr Respekt zollt, die bereits tot sind. Ja. Was ist das denn hier auf einmal wieder gewesen für ein Glitschen? Du hast gesehen, wie der Hals langgezogen wurde auf einmal von dem einen Viech. Immer diese Physik. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ja, geht, wa? Das war ein guter Treffer. Naja, hatten wir den starken Gegner. Lalala. Eine Stunde spielen wir schon. Wir haben. Ja, und dann seht ihr mal. Und in der Zeit soll man so einen ganzen Akt schaffen, ne? Übrigens. Also gibt ja die Erfolge davon. Fand ich damals echt schwer, das ganze Spiel in 5 Stunden durchzuspielen. Aber fürs LP ist sowas auch absolut nicht nötig. Da genießt man es ja eher. Da rusht man nicht so durch. Und wieder mal da unten für den Toten. Minra, das Pestopfer. Ha! Das war ein guter Treffer! Können wir überhaupt noch was tragen? Jetzt aber nicht mehr langsam. Dolles dabei haben wir nicht. Ja, klein ist dieser Friedhof hier nicht. Ist aber gut, dass wir so große Friedhöfe haben. Wir werden demnächst auch mehr davon brauchen. Machen die immer für komische Wellen hier. Das erinnert mich an 2004 hier, dieses, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass mich einfach von dir tragen. Ne? Kennt ihr das noch, dieses Lied? Das lief doch eine Zeit lang dann nicht mehr, als in dieser Tsunami da war, ne? In Sri Lanka oder wo das war. Ja, dann darf, weil man weiß ja, so ein Lied beschwört dann auch Tsunamis, ne? Darum musste das erstmal eingestellt werden. Ich finde das ja albern, sowas. Man wird durch sowas das nicht vermeiden. Und niemand, der so ein Lied hört, das ist die perfekte Welle, wird das jetzt direkt in Verbindung bringen mit einem Tsunami, weil das ist ja nicht die perfekte Welle. So. Das ist ja eher so das Gegenteil der perfekten Welle, ne? Und deswegen verstehe ich das nicht. Das wird doch keiner damit in Verbindung bringen. Und die Opfer, die werden sich auch nicht trauriger fühlen, nur weil es da einen Popsong gibt, der da ausgelegt werden kann. Wenn ich das möchte, kann ich alles auslegen. Unglaublich. Ist natürlich dadurch aber im Nachhinein auch wieder ein bisschen bekannter geworden, der Song. Ne? Weil er ja eine Zeit lang verboten war, dank des Tsunamis. Absoluter Unsinn, sowas. Aber naja, so ist die Welt. So, was haben wir hier? Nutzen wir das mal kurz. Enklave der Überlebenden.
Da würde ich gerne noch mal vorbeischauen gerade. Was haben wir denn hier? Lord Vermilton. Ich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen meinen Reichtum, aber dafür... Oh ja, natürlich. Ich gebe ihnen nie in den Sinn. Und nun haben sie... Und du arbeitest auf dein Reichtum, ne? Wenn ich einmal König bin, werde ich ihnen Manieren beibringen. Ja, das befürchte ich auch. Ich habe gehört, dass der Engel des Todes dahinter steckt. Engel sind für die Angriffe verantwortlich. Diese Monster sehen nicht aus wie Engel. Sie kommen uns holen. Es wird nicht mehr lange dauern. Sie kommen. Seit er von den Flammen sprach, hat er nichts mehr gesagt. Er isst kaum und seine Augen werden trübe. Ich habe sie gesehen. Jemand muss es erfahren. Sie? Wen? Vielleicht meinte er die flammenden Maiden, die wir auch noch treffen werden. Ihr da, Bettler. Ich gebe euch diesen Diamantring im Austausch für sicheres Geleit aus der Stadt. Aber Harold, das ist mein Hochzeitsring. Das ist alles, was wir noch haben. Natürlich wäre das ganz anders, wenn eine gewisse Person nicht vergessen hätte, ihre Schmuckschatulle mitzunehmen. Findet selbst einen Weg. Ich bin keine Söldnerin. Ich bin hier, um die Stadt zu retten. Ja, der ist ja sehr nett, dieser Mann. Das ist ja ein... Ja, ich sag da mal nichts zu. Besser ist... Das Schiff meines Sohnes hat heute in Bramble angelegt. Ich hatte geglaubt, er wäre dort sicher. Aber jetzt kommen mir Gerüchte zu Ohren. Gebt mir eine Waffe. Ich muss nach Bramwell. Ihr könnt ihm nicht helfen. Hier zu bleiben ist die weise Entscheidung. Hier gibt es für euch keinen Ruhm zu erringen, Abenteurerin. Leichen erzählen keine Heldensagen. Nee, das sind dann wohl die Gewinner, die das tun. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Jeder hätte an meiner Stelle das Gleiche getan. Aber ihr hättet auch einfach vorbeirennen können. Trotz seines Aberglaubens war Rakis ein gerechter, von seinem Volk viel geliebter König. Nach ihm bestieg sein Sohn Korsik den Thron, der bestrebt war, die barbarischen Stämme des Nordens auszulöschen. Die Herrschaft von Rakis Blutlinie fand ihr Ende, als Korsiks Sohn Korellan starb, ohne einen Erben zu hinterlassen. Kennen wir ja alle. So. Aha. Schreckliche Dinge passieren draußen in der Stadt. Ich glaube an euch. Aber Viktor hat seine Zweifel. Ich vermute, er traut einer Frau solche Heldentaten nicht zu. Was für ein Unsinn, Vater, du da, Weib. Natürlich ist sie in der Lage, uns zu retten. Und ich habe genau die Waren, die sie dafür braucht. Miriam rennt uns hier jetzt noch hinterher. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Doch ich muss gehen. Und ich werde nicht zurückkehren. Etwas übereilt, findet ihr nicht? Es ist mir ernst. Mein Bruder ist in Königshafen eingesperrt und völlig hilflos. Ich muss ihn da herausholen. So wie die Dinge hier stehen, werdet ihr Königshafen niemals erreichen. Helft mir dabei, die Stadt zu retten. Dann könnt ihr gehen. Nun gut. Ich werde so lange bleiben, wie ich kann. Aber nur, weil ihr ohne mich verloren werdet. Natürlich. Kann es sein, dass der Prophet uns aufgegeben hat? Warum sonst wäre seine Magie fehlgeschlagen, als wir schliefen? Sie hat gewirkt. Bei euch. Aber meine Schwestern sind gestorben. Warum sie und nicht ich? Es könnte der Wille der Götter gewesen sein. Oder die Hand des Schicksals. Ich muss wissen, was es war. Ich werde die Wahrheit erfahren. Okay. Wir werden Maltails Zorn nur überleben, wenn wir uns ihm unterwerfen. Trennt euch von euren Reichtümern
und sichert so euer Seelenheil. Das ist nichts als Betrug. Er will nur euer Geld. Schweigt still, Ketzer. Ihr verdammt uns alle mit eurem Gerede. Oh Mann. Ich erzählte euch bereits von Lyria, oder? Sie war so schön, dass Dirk es sich in den Kopf gesetzt hatte, sie besitzen zu müssen. Oh ja, er verfolgte sie ohne Unterlass und überhäufte sie mit Geschenken, bis sie schließlich nachgab und einwilligte, seine Frau zu werden. Aber Dirkes Eifersucht kannte keine Grenzen. Er versteckte Lyria hoch oben in den Himmeln, außerhalb der Reichweite von Menschen und Göttern. Sogar Götter können von Eifersucht ergriffen werden. Ja, so war Dirkes. Das Verlangen war seine Natur. Das ist ja ein ganz netter, umgänglicher. Hust, hust. Was haben wir denn da hinten noch? Tyrael hat mir von euren Taten berichtet. Ihr habt Diablo selbst getötet. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich weiß nicht, ob die Welt jemals begreifen wird, was es bedeutete, sich einem solch puren Bösen zu stellen. Das ist nicht wichtig. Ich folge dem Willen der Götter. Mein Vater war Kommandant der Ritter der Westmark. Ich hätte einst in seine Fußstapfen treten sollen. Doch das war nicht, was ihr wolltet. Ich wuchs mit den Geschichten der furchtlosen Horadrim auf. Wie Tal Rasha und Jared Kane. Ich wollte so sein wie sie. Mein Vater tat all dies jedoch als Mythos ab. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen, als ich ihnen beigetreten bin. Das ist lustig irgendwo. Hat der Splitter seine Geheimnisse offenbart? Nein. Aber er ist unsere einzige Hoffnung, in Erfahrung zu bringen, was Maltael wirklich vorhat. Um ihn zu bezwingen, müssen wir wissen, wo er ist und was er plant. Die Antwort muss hier sein. Ich muss sie nur finden. Es sind schon zu viele Unschuldige umgekommen. Es kann nicht einfach gewesen sein, diesen Ort derart lang zu verteidigen. Wir standen am Rande der Niederlage. Eine Menge guter Männer haben ihr Leben geopfert, um uns zu retten. Aber sogar das war nicht genug. Wäret ihr nicht genau in diesem Augenblick erschienen, so wären wir vermutlich schon alle tot. Aber jetzt bin ich hier. Das stimmt. So, genug geseiert. Jetzt erstmal den ganzen Krempel verkaufen. Oder über den Amboss schlagen. Fühl mich so aufgebläht. Imperialer Smaragd. Wenn ich den da raushole. Das ist ja ein Marquis. Mhm. Okay. Der wird ja ein bisschen mehr Schaden machen. Dann habe ich gedacht, können wir ja irgendwann auch mal, ne, die höhere Stufe, die nächste höhere. Meh. Das war teuer immer, ne, sowas zu kredenzen. Ist da oben etwa schon wieder was? So, das ist hier, das ist hier. Ist da oben schon wieder was? Ist das jetzt der Seelenstein, der auf einmal? Nee, Torion hat nochmal was. Mhm. Aus dem restlichen Königreich wurde keine Verstärkung geschickt? Habt ihr noch nicht gehört? Im ganzen Land werden die Städte belagert. Es ist nirgendwo sicher. Ja, Maltaels Angriffe finden in ganz Sanctuario statt. Das wusste ich nicht. Das ist beunruhigend. Milder ausgedrückt, ja. Ich mag die Musik, habe ich schon mal gesagt.
So. Gut, jetzt geht's hier unten lang. Da waren wir ja schon. Also, ich stand hier kurz vor. Und man weiß ja nicht, was man alles verpasst, wenn man sich nicht alles anguckt. Ne? So gesehen kann man im Leben nichts verpassen. Weil man verpasst nichts und alles gleichzeitig. Weil egal für was man sich entscheidet, man entscheidet sich in dem Moment auch gegen Billionen von anderen Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Ne? Mit jeder einzelnen Entscheidung. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gebt. Woher kennt ihr diesen Namen? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ja, ein bisschen gruselig ist das sicher schon. Okay. Nee. Aber alles, was wir tun, ist besser als nichts zu tun. Von daher ist, sobald wir uns für etwas entscheiden, eigentlich schon der schönste und sinnvollste, das schönste und sinnvollste, was wir tun können, eingetreten. Nicht etwas. Und trotzdem entscheiden wir uns in dem Moment auch für Myriaden von Möglichkeiten, nicht zu tun. Seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ihr macht euch über mich lustig. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Ich glaube, das haben wir teilweise schon. Wir haben Kane verloren, wir haben Lea verloren. Und rennen immer von einer in die nächste Schlacht. Naja. Nicht genug Geisteskraft. Aber ich sehe das auch so. Also ich mag Myriams Einstellung ja sowieso immer sehr. So ist das. Seht ihr in euren Visionen ein Ende dieses Sterbens? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Ich glaube euch nicht. Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr eine Solcharis seid, die sich beharrlich weigert zu glauben, dass sie jemals glücklich und zufrieden sein könnte. Diesen Begriff möchte ich mir aufschreiben und mal nachgoogeln. Solcharis. Soweit ich weiß, kommt Solcharis aus dem Griechischen, ist aber tatsächlich ein Ausdruck, den man seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt. Ich brauche Geisteskraft. Ja. So ist das. Ich habe die Götter gewähren mir ihre Gunst. Und wieder ein Level up. Na super. Ist doch, geht voran. Wenn jetzt sind die los. Ich bin noch nicht so weit. Nur jetzt aber. Du kannst vor mir nicht fliehen. Nicht mit diesem Zauber hier. Sag ich doch. Aber Myriam passiert auch nichts. Die steht mit in der Giftpfützen und das ist ja egal, ne? Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch Acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Und so sollte es auch sein, meine Dame. Naja. Ah, finden wir mal, was wir brauchen können. Wo sind die Smart Drops hin? Also Smart Drop kommt ja von intelligentes Fallen lassen. Dass Gegner jetzt immer, also seit dieser Erweiterung vermehrt halt Dinge fallen lassen, die auch für die gerade spielende Klasse praktisch ist und nicht einfach nur random. Aber es ist nun natürlich so, dass die Chance erhöht wurde, dass man halt eher was für die eigene Klasse bekommt als für andere. Nicht aber, dass man nur noch was bekommt und hier scheinbar gerade, ne,
das Gegenbeispiel zu bekommen, dass es halt immer noch möglich ist, Kram zu bekommen, was wir nicht brauchen. Bitte. Eine Monstrosität sucht die Krypta meiner Familie heim. Und es gibt niemanden, der sie schützen könnte. Mit dieses Rumgesauge hier. Eremiel. Frostige Ernte. Iel und Ael, das sind so immer so zwei Sachen. Ael ist immer eine Endung für Engel und Iel eigentlich für Dämonen, ne? Habt meinen ergebensten Dank. Oh, sie ist tot. Nun können wir alle Ruhe finden. War die schon tot oder ist sie gerade gestorben? Ich weiß es nicht, aber schön, wenn es ihr jetzt besser geht. Also, tot oder nicht. Die epische Musik können wieder... Ah, da ist er auch schon wieder am Abklingen. Denn der Kampf ist doch bestanden. So, da führt noch ein Weg nach unten hin und dann irgendwie nach unten lang, ne? Ah, da geht's schon lang. Wobei, wir können hier eigentlich nichts mehr großartig erleben. Da unten ist sicher auch wieder nur eine Sackgasse. So, was haben wir hier? Der Vorhof von Adelsruh. Also hier ist der Adel. Ihr seid eine wahre Künstlerin im Beseitigen der Diener des Todes. Geht. Hier sind wieder Tote unterwegs. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Ein weiser Entschluss. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Gut, gut. Jetzt haben wir 6 Haufen statt 4. Beim Meisterseelentiegel. Erstmal um die Häufchen hier, bevor ich mich um Viecher kümmere. So, was diese lustigen Stromsachen angeht, hier wissen die Vermieter schon Bescheid. Damit sich hier bald mal jemand drum kümmert. Ich habe ja immer so Stromschwankungen. Tartaris, Matrone der Seelentiegel. Matrone? Was war das noch gleich? Huch. Da hat sich jemand beschwert. Was war das? Das war Urzael. Wer ist das? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Wodurch nur? Kehren wir zur Enklave zurück und sehen, ob Tyrael mehr über den Splitter erfahren konnte. Ich muss zurückkehren. Na, wie geht's hier bei euch voran? Ich glaube es nicht. Mein bester Hammer ist nicht mehr da. Und er wird ja wohl kaum von allein hier herausspaziert sein, nicht wahr? Einer der Männer brauchte einen Hammer. Er versprach, ihn zurückzubringen. Dummer Bursche, den sehe ich nie wieder. Es tut mir leid, Hedrick. Geh mir aus den Augen. Ja.
Ja. Ich gerade nicht nach Reden zumute. Okay. Tyrael ist angeblich ein Engel. Warum hilft der Maltael nicht? Wer sagt denn, dass er das nicht tut? Weil nicht alle Engel scheiße sind. Maltael ist scheiße. Wir werden doch nicht etwa sterben. Sagt, dass wir nicht sterben werden. Ich will meine Seele behalten. Okay, wir werden nicht sterben. Am besten im Morast verstecken. Irgendwo. Hauptsache weit weg von irgendeiner Stadt. Auch da werden die irgendwann ankommen. Morast. Er ist ganz aufgewühlt, seit er die Frau erwähnt hat. Wer war sie? Hat sie das Feuer gelegt? Sucht nach etwas. Etwas Verborgenem. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Ich fürchte, er wird nicht mehr lange leben. Paracetamol erstmal, oder? Weiß das da vielleicht die, gar nicht unbedingt gehabt. Die, ohne Bekenntnis zu Maltael gestorben sind, müssen in ewiger Verdammnis weilen. Doch ich... Was ist das für eine Labertasche? ...mit unserem Herrn Zwiesprache halten und ihn um Gnade Laberkopf. Für sie bitten. Dafür bedarf es nur einer kleinen Spende. Segnet meinen armen Mann, ich bitte euch. Ihr müsst meine Kinder retten. Bitte, meine Freunde, immer nur einer gleichzeitig. Bringt eure Gaben zu meinem Stand und ich werde euren geliebten Menschen diesen Segen zukommen lassen. Ist schon arschig, diese Situation so auszunutzen. Sei war der größte aller Diebe und Liria sollte seine nächste Beute sein. Eines Nachts wartete er geduldig, bis Lirias Bahn sie hinter den silbernen Mond führte. Denn Dirgist musste bei Sonnenuntergang von Lirias Seite weichen, müsst ihr wissen, weil des Nachts auf der Welt das Verlangen herrscht. Er konnte nur zu ihr aufschauen, während sie lautlos durch den Ozean der Sterne glitt. Und Sai kletterte, so leise wie ein Flüster, zu Lirias Palast in den Himmel hinauf. War Liebe sein Antrieb? Nein, aber Dirgis zu bestehlen, würde ihn zu einer Legende werden lassen. Na super, klingt ja fast so, als wäre er Sai. Würde man ihm zutrauen. Als ich mich von Lysa verabschiedete, nahm ich ihren magischen Fokus als Andenken mit. Ich habe ihn heute mit Hilfe eines Zaubers nach Hinweisen untersucht. Dabei fand ich deutliche Spuren der dämonischen Magie, die sie tötete. Das hat mich an die Magie der Vistjarai erinnert, aus der Zeit, bevor wir dem Propheten dienten. Diese Vistjarai starben vor Hunderten von Jahren. Ebenso wie alle, die sich an euch oder euren Schwestern rächen wollten. Das nennt sich Visiri. Als ich den Zauber auf Lysas Fokus wirkte, hörte ich ihre Stimme nochmals. Und diesmal habe ich sie verstanden. Sie sagte ein Wort. Irena. Das ist irgendwo süß, ne? Ich habe gehört, dass sich der Großmeister persönlich in Vestmark aufhält. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass ich ihn finde und mit ihm spreche. Ich werde ihm von den Sünden berichten, die sein Orden begeht. Es scheint mir nicht wahrscheinlich, dass er davon nichts weiß. Nein, ihr habt Unrecht. Meine erste Erinnerung als Templer ist an ihn. Wie er mir Mut zusprach und mich im Orden willkommen hieß. Ich habe ihm in die Augen gesehen. Er ist ein guter Mann, das weiß ich. Mal sehen. Sind es wirklich Engel, die all dies angerichtet haben? Ich verstehe nicht. Warum nur? Eine Gruppe Engel ist hierfür verantwortlich. Ich werde sie vernichten. Gut. Gut. Na, wenn das so einfach ist. Du bist doch von der stillen Sorte, Serena. Schleich zurück und sichere einen Teil unserer Ersparnisse. Aber auf den Straßen wimmelt es doch von diesen schrecklichen Kreaturen. Und genau aus diesem Grund musst du gehen, Schatz. Du fällst niemandem auf. Ist klar. Ja, das ist schon ein richtiges Arschloch irgendwo, ne? So, da, lieber Schuft. Ich muss aufbrechen. Mein Bruder wird in Königshafen im Verlies sterben, wenn ich nicht jetzt etwas unternehme. Was sagt ihr? Ein Gefangener aus Königshafen? Diese armen Teufel wurden gerade hierher nach Vestmark in unsere warmen Zellen überstellt.
Aber seit dem Beginn der Angriffe haben wir von der Garnison nichts mehr gehört. Adlin, ich muss ihn finden. Helft ihr mir? Natürlich helfen wir dem Adlin, dem Bruder. So, überlass das Reden mir. Sucht ihr euren Bruder, Lyndon? Etwas stimmt nicht. Das ist keine Wache. Verdammt nochmal. Wenn die Diebesgilde jemanden sucht, findet sie ihn auch. Die Diebesgilde. Jetzt hat sich die Diebesgilde hier eingemischt. Infiltriert? Ihr habt sie wirklich wütend. Königshafen hat euch nicht vergessen, Lyndon. Die Diebesgilde, also rächt sich das aus dem ersten Akt noch. Oh Mann. Der Kerker von Westmark. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja. Nur ein kleines Scharmützel. Gebt mir einen echten Kampf. Bekommen wir garantiert noch. Dann mach dir mal keinen Kopf. Räuber und Briganten der Diebesgilde. So. Adlins Zelle. Wer bist du? Geh noch weit. Meuchelmörder. Nicht schlecht ist der. Ist das da unten dieser Adlin, der da jetzt gerade zerfetzt ist? Tut mir leid, mein Freund. Ich hätte mich der Gilde nie anschließen dürfen. Er hat es mir gesagt, doch ich wollte nicht auf ihn hören. Die Schuld dafür liegt nicht bei euch. Euer Bruder wurde getötet, bevor wir nach Westmark kamen. Dieser Dolch ist ein vertrauter Anblick. Steckt ihn ein und lasst uns gehen. Hier können wir nicht bleiben. Der Adlin. Ja, dann hat sich das erledigt. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen, Lyndon. Euch trifft keine Schuld. Was wollt ihr denn hören? Dass ich mir wünsche, er hätte mich nie gekannt? Dass ich mir wünsche, er hätte einen Bruder gehabt, der ihn nicht im Stich ließ? Dass ihr keine voreiligen Schlüsse zieht. Ihr habt keinen Bruder. Ihr habt nie jemanden geliebt. Ihr könntet niemals verstehen. Dass er immer gleich so stinkig ist, ne? Nehmen wir ihn doch jetzt einfach mal mit. Wenn es Schätze zu haben gibt, oh, bin ich dabei. So, dann sind die Seelentiegel wohl erstmal Geschichte und Maltael kann sich was Neues ausdenken. Ja, also, jetzt haben wir dem Schuft mal kurz bei seiner Sache geholfen. Und wie es aussieht, wegen des Ausrufezeichens da über dem Kopf, können wir dem Templer auch gleich helfen. Ja, das fand ich auch echt cool, dass die halt so Begleiterquests jetzt mit reingebracht haben, sag ich mal, mit der Erweiterung. Ich habe die jetzt auch erst einmal gemacht in der Nacht, als es released wurde und ich alles ausprobiert habe.
Was ich schon mal spoilern kann, ist tatsächlich, dass wir allerdings außer dem Templar sonst nichts mehr kriegen. Die Irina hätte eigentlich auch noch eine Quest gehabt und soweit ich weiß auch der Juwelenschmied, der hätte auch noch irgendwie eine Quest gehabt. Also, aber die haben wir irgendwie nicht gekriegt. Ich weiß es nicht warum. Ich google das mal und nach der Aufnahme, wenn wir dann halt mit der Season weitermachen, um halt die Season-Erfolge zu kriegen, ne, diese vier Dinger da abzuschließen, Herausforderungsteile, wenn wir das machen, google ich auch nochmal, wie das funktioniert, dann können wir das im Story-Mode nochmal versuchen. Ja, Uhren wurden zurückgestellt. Ist jetzt gerade kurz vor 1. Ich bin ins Bett gegangen bin ich erst vor 7 Stunden. Dafür ist es ganz gut, dass ich nicht wieder 10, 11 Stunden geschlafen habe oder länger. Naja, passt schon. Ich wollte aber eigentlich um 8 aufstehen und diese Folge hier durchrendern lassen. Ein bisschen was rumwuseln, so bis 9, 10. Und dann nochmal eine Folge durchrendern lassen und dabei mich nochmal hinlegen bis 1 oder halb 2. Naja, Pläne entstehen und werden meistens nochmal umgekrempelt, wa? Naja, ich mache mich jetzt erstmal frisch, nasche ein bisschen. Nachher will noch ein Kumpel kommen und düse mal ins Kino. Bis dahin sehe ich dann erstmal zu, dass ich mich ein bisschen durcharbeite hier auf dem Schreibtisch. Also auf diesem Computertisch vor mir, den ich mittlerweile vollgemüllt habe mit To-Do oder To-Wünsche zu machen. Und an der Website rumwuseln ist da auch ein großes Thema. E-Mails verschicken. So wegen Bewerbungskram. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Aber das ist jetzt nicht erheblich hier ein Let's Play. Von daher sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns morgen wieder, wenn wir dann dem Templer helfen und schauen, wie wir Westmark weiter unterstützen können. Also, tüdelö.